Wir befassen uns mit dem Besoldungsgesetz, weil das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass 10 Jahre lang die Beamten im Land nicht anständig bezahlt wurden, nicht so, wie es angemessen gewesen wäre laut Verfassung. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Prozess heilen. Das betrifft die Legislaturperioden auch der Vorgängerregierungen, aber trotzdem sind wir jetzt damit befasst. Nun ist es so, dass wir es uns nicht leisten können, das, was 10 Jahre lang versäumt wurde, plötzlich zu heilen und das Geld dafür auszuzahlen. Wir haben uns für einen Weg entschieden, der dem Beschäftigten im öffentlichen Dienst, der den Beamten in Brandenburg zeigen soll, dass wir ihre Arbeit sehr wohl wertschätzen, dass sie auch Geld bekommen, das ihnen zusteht und dass wir gleichzeitig den öffentlichen Dienst in Brandenburg attraktiver machen. Deswegen werden wir den Tarifabschluss jetzt nicht nur 1:1 übernehmen, sondern dann auch noch 4 mal 0,5% obendrauf packen für die nächsten 4 Jahre, die dann als 2% verstetigt werden in die Zukunft hinaus. Wir haben dann die Zusage gemacht, dass wir schon jetzt sagen, 2019, der nächste Tarifabschluss, den werden wir ebenfalls 1:1 übernehmen. Auch ein ganz deutliches Signal, glaube ich, an die Beamten im Land. Und dann werden wir 2.000 Euro pro Beamter in die Hand nehmen, die über 4 Jahre gestückelt ausgezahlt werden, als quasi auch als Zulage für die Attraktivitätssteigerung im öffentlichen Dienst in Brandenburg. Damit sorgen wir aus unserer Sicht dafür, dass wir auf der einen Seite entgangene Zahlungen sozusagen nach vorne hin ausgleichen und gleichzeitig für alle, die jetzt neu in den öffentlichen Dienst kommen, die neue Beamte in Brandenburg werden, und wir haben in vielen Bereichen da auch die Herausforderung, Menschen zu finden, dass für sie der öffentliche Dienst in Brandenburg attraktiver ist und es sich lohnt, in Brandenburg hier Beamter zu werden und als Lehrer, als Polizist, als Steuerbeamter oder in vielen anderen Bereichen tätig zu werden.